Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag, Apple News wieder am Start und zwar mit der nächsten Apple View und zwar mit dem Zombie Roadkiller. So, und wir wollen mal direkt gucken, was wir hier so beides rausholen können. Wir haben hier nämlich den Story-Modus und worum geht's hier eigentlich? Ich glaube, wir müssen ja eigentlich nur mit einem Auto so viele Zombies wie nur möglich ummeißeln. So, da kommen wir auch direkt schon reingefahren mit unserem SUV. Und wir wollen dann direkt mal schauen, wie das Ganze hier funktioniert. Wir haben jetzt hier eine Kanone? Ach so. Ja, geil. Alter Falter, wir haben hier eine fette Kanone auf dem Dach und ballern hier sozusagen den Roadkill-Style. Oh, Halleluja. Wir ballern hier also, was das Zeug hält. Das Lustige daran ist, was ist nur los? Wir haben jetzt nachgeladen. Ich weiß gar nicht, woran sehe ich. Hier unten sehe ich, wie viel Munition ich noch habe. Und zwar hier unten am untersten Ende des Bildschirms. Da, genau, jetzt könnt ihr es nämlich auch sehen. Wir laden mal direkt nach und schauen uns um. Was geht hier eigentlich so? Jetzt haben wir irgendein Fass hier zur Explosion gebracht. Oben links ist unser Radar, wo wir erstmal genau verfolgen können, wow, die Zombie-Horden auf uns zukommen. Im Moment kommen sie nur von vorne rechts. Und wir müssen die ganzen Zombie-Horden natürlich zum Explodieren bringen. Jetzt sehe ich aber, hier hinten sitzt auch noch einer. Was? Mission complete haben wir schon. Ach so, das ging aber ruckzuck. One Headshot, Machine Gun Kill. Ja, na klar, wir haben eigentlich alles geschafft, was nur so geht. Weil wir ja logischerweise, was ist das hier, Spin oder was? Weil wir ja alles, ja, weil wir ja alles abgeschossen haben, was bei 3 nicht auf dem Baum war. Was haben wir denn da? Ein Zettel? Ein paar Scheine? Money, Cash gibt's hier erstmal 3000 obendrauf. Noch ein Gratis-Spiel hinterher. Entschuldigung. Zack, und nochmal 3000 Cash obendrauf. So muss das laufen. Am Spielanfang direkt 6000 und 210 Coins erhalten. So, jetzt gehen wir erstmal wieder auf Back. Denn wir wollten uns ja anschauen, wie das Spiel aufgebaut ist. Unten ist ein bisschen Werbung drin, seht ihr nicht, weil ich zu dicht dran halte. So sieht es wahrscheinlich ein bisschen besser aus, alles klar. Kicken wir mal, wie es weitergeht. Oh, jetzt bin ich hier irgendwie auf die Werbung drauf gekommen. Warum denn das? Das ist ja ungünstig gemacht. Wenn man also das Handy unten festhält, am untersten Display, ist das Ganze etwas kompliziert. So, ich kann jetzt hier meine Kontrollmöglichkeiten auswählen. Das habe ich jetzt nicht mit dem Schwenkmodus gemacht, sondern mit rechts und links. While... Aus dem Grund, dann könnt ihr das Ganze natürlich besser sehen. Ich glaube, da rechts ist die Distanz. Was muss ich jetzt hier machen? Die fahre ich jetzt einfach um und sammle sozusagen die Punkte ein. Und das Ganze läuft auf dem 1,0. Auf dem 1 GHz Dual-Core läuft das ruckelfrei. Jetzt bin ich hier gerade so ein bisschen durcheinander gewesen. Aber der schießt auch automatisch. Zombies sollen wir abschütteln, indem ich hier einfach gegen ein Auto gegenfahre. Das ist ganz klar. Das machen wir dann auch mal. Ja, Freunde, wir machen den Sprintmodus an. So, und fahren hier über die Passage. Oh, Leute. So, aber da sind sie wenigstens abgeflogen. Jetzt habe ich es raus. Das ist hier so ein bisschen wie bei Walking Dead, finde ich. Ziemlich kranke Scheiße, denn wir rollen hier alles über, was bei 3 nicht von der Straße weg ist. Ziemlich geile Sache. Und jetzt fahren wir mal gegen den Transporter. Die Bengals fliegen wieder rechts und links ab. So muss das nämlich sein. Schöne Sache an der Stelle erstmal. Na hier, den nehmen wir gleich noch mit. Weg damit. Wir können auf den Fire-Modus wieder drücken. Passiert im Moment gerade nichts. Wir haben die Distanz überwunden. Mission complete. Und den 200er Bonus haben wir reingeholt. Safe Drive 723 von 1500. Keine Ahnung. New Heavy Weapon Unlocked. Also irgendwie eine Waffe haben wir jetzt freigeschaltet. Das hört sich schon mal ziemlich cool an. Nur 2 von 3 Sterne. Aber dafür geht's direkt ins nächste Level rein. Und wir könnten die schwere Waffe ausrüsten. Alles klar, das ist Taktik von den Jungs. Na? Haben wir jetzt die schwere Waffe drauf? Ich dachte, ich muss dafür 5000 bezahlen, oder wie? Oder hatte ich vorher schon so viel Kohle? Jetzt habe ich einmal nicht drauf geachtet. Macht ja auch nichts. So, unser Jeep wird also immer weiter ausgerüstet. Mission Nummer 3 gibt es wieder so ein paar anfängliche Diskrepanzen. Oh, fettes. Boah, ziemlich geil. Also wir können hier schön mit Raketenwerfer voll die Horden wegpumpen. Kill schon auf 12 hochgelevelt.
So, jetzt müssen wir erstmal nachladen. Kostet das eigentlich was? Wie geht das? Wie lange dauert das? Okay, wir sollten einfach mal schnell aufs Maschinengewehr umrüsten und schießen die Leute hier, die hier auf uns zukommen, einfach alle weg. Rot markiert sind immer die, die am nächsten dran sind. Die sind auch irgendwie etwas schneller. Oh, jetzt aber hortig. So, die rennen auch komisch hier. Der wandelnde Tod ist definitiv dabei. Welle 2 von 2, jetzt geht's wieder los. Mal gucken, ob ich jetzt hier wieder schießen kann. Nee. Schade. Heavy Duty Weapon ist natürlich nicht am Start. Schade. Aber wir schießen einfach. Egal. Die kommen ja eh alle hier rum. Ich weiß jetzt nicht, ob es unbedingt was bringt auf die Distanz hier. Ja, doch, Headshot sogar, ne, aus Versehen, aber so passiert's halt. So, Freunde, und das geht echt gut los hier. Headshots ohne Ende hier. Und das Spiel macht richtig Fun. Also ich finde, so ein Element hier raus zwischen Gangeballer und Autofahren, ziemlich cool. Und ich glaube, sowas gab es auch vorher noch nicht so richtig. Ich dachte, das ist jetzt hier wieder das Spiel, wo man einfach nur mit dem Auto Zombies überrollt und es ist langweilig. Aber das ist hier nicht der Fall. 300er Bonus, Mission Complete. Wollte gerade mal nachladen, da kommt das Toilettenspiel wieder rein. Und wir haben 3 Sterne geholt, so wie es natürlich sein muss. Später wird bewertet, jetzt wird erstmal nächstes Mal frei gemacht. Schade, wir hätten noch einmal ein Freilos gehabt, beziehungsweise so ein Freidreher. Aber wir zocken jetzt erstmal, was das Zeug hält. Haben 7167 Money Cash Bucks und können uns natürlich überlegen, machen wir weiter oder nicht. Zombie Scrapped auf 5. No Shooting. Achso, wir sollen also nicht schießen. Na, dann versuchen wir das mal. Oben rechts die Prozentanzeige. Hier sieht man es nochmal ganz kurz. Wir rollen die Zombies wieder querfeldüber. Die Distanz ist auch oben angegeben in Meter. Wir sollen also nicht schießen. Naja, dann versuchen wir das halt mal. Und, das sollte uns also nicht wieder passieren. Oh, 10.000 für einmal wiederbeleben. Die haben doch wohl nicht mehr alle Latten am Zaun. Wir wollen ja nur zur nächsten Quelle des Unheils hin. Aber das hat leider im Moment nicht so richtig funktioniert. Also müssen wir nochmal von vorne anfangen. Na, versuchen wir mal, nicht zu schießen halt. Was ist das hier rechts? Die Geschwindigkeit oder wie? Wer weiß. Das ist alles ein bisschen kompliziert hier. Lenken geht auch nur unten, leider nicht oben. Wir sollten die mit dem Ausrufezeichen über dem Kopf immer überrollen, weil sonst springen die uns hier einfach mal an. Und das ist dolle schlecht, weil unser Auto dann wieder das letzte macht. Und die wollen ehrlich 10.000 dafür, das ist echt schon ganz schön krass. Schade eigentlich mal. Jetzt wollte ich eigentlich nur mal sehen, wie man hier den Freispin wieder hinbekommt. Geht gerade nicht, aber wir müssen unser Auto später sowieso mal aufrüsten, damit wir noch mehr Zombies von der Straße schieben können. Und wisst ihr was, wenn das jetzt hier nicht klappt, dann wird ansonsten die Kanone eingestellt und geballert, was das Zeug hält. Aber pro Zombie kriegt man hier $5. Das heißt, man muss eigentlich genug Cash sammeln, das ist schon mal ziemlich cool. Das geht gar nicht ohne. Schade, die haben sich wieder dran verfärbt. Tja, machen die jetzt eigentlich mein Auto kaputt oder wie? Also die habe ich auf jeden Fall schon mal abgeschüttelt. Ah, oh, und sobald ich wieder gegens Auto knalle, ist die Sache erledigt. Ich sammle zwar weiter Cash, aber im Endeffekt habe ich gerade mal 1 Kilometer geschafft, ein bisschen Kohle eingesammelt, also so dauert die ganze Sache doch erheblich länger. Wir machen Folgendes, wir gehen wieder auf den Gun-Modus, stellen jetzt unsere Knarre bereit, fahren hier einfach und lassen automatisch schießen. Weil ich glaube, das bringt uns dann doch schon etwas weiter, als wenn wir hier alle paar Minuten von vorne anfangen. Dann haben wir halt keine 3 Sterne. Darauf kann ich aber auch gerne mal verzichten, denn man kann ja das Level immer und immer wieder von vorne spielen. Ach, Signora. Jetzt sehe ich, dass wir hier oben rechts diese Leiste, das ist also wirklich die Leiste für die Kanone. Jetzt habe ich das verstanden. Und wenn man ganz dicht dran fährt hier bei den Autos, ohne hier gleich das Auto zu schrotten, dann klappt das idealerweise so, dass die kleinen Zombies alle wieder wie Fliegen von der Decke fallen. Ja, und ich weiß auch nicht, was das hier bringen soll, wenn die sich bei mir ansonsten festkrallen. So direkt Ärger kriege ich da nicht, es sei denn, ich rammel das nächste Auto um. Nach 1,5 Kilometer ist dann wieder Sense. Und es geht immer so weiter, Lava, Flash oder so.
Ziemlich geile Sache, müsst ihr definitiv mal ausprobieren. Der Zombie Roadkiller. Oh, da kriegen wir für den Tag 1 natürlich nochmal ordentlich was. Wir können natürlich auch noch einen anderen Modus nehmen. Ach, die 10. Mission müssen wir erst schaffen. Dann haben wir den Unendlichkeitsmodus sozusagen und können immer weiterfahren und natürlich richtig, richtig krass pumpen, was jetzt hier die Maschinengewehre angeht. Gucken wir mal, was haben wir hier? Gravity Alert, Nitro Cap. Also man kann so richtig schön das Auto aufrüsten, das fetzt. Man kann sogar andere Autos kaufen, bis hin zu LKWs. Oder muss man die freispielen? Hier ist noch ein anderer Armee-Jeep. Das ist aber eigentlich derselbe, nee, doch, ist nicht derselbe Jeep. Der Exekuteur hier von der Polizeieinheit. Ziemlich geile Sache, kann man definitiv was mit anfangen. Ich wünsche euch damit viel Spaß und wir sehen uns natürlich bei der nächsten App-Review. Auf Wiedersehen.